kurioser Fall bei unseren Lieblingsnachbarn in Deutschland. Eine gehörlose Frau wurde in Halle im Bundesland Sachsen-Anhalt in erster Instanz aus ihrer Wohnung geschmissen. Doch nicht, weil sie die Miete schuldig geblieben war, sondern weil sich ihre Nachbarn wegen zu lauter Sexgeräusche aus ihren vier Wänden gestört fühlten. Wie die Bild berichtet, trägt die spezielle Causa die gerichtliche Bezeichnung 97C607-23. In dem Schriftstück ist festgehalten, dass zwei Nachbarinnen über sämtliche Besuche von Männern, bei denen es Sexgeräusche gegeben haben soll, bei der in Verruf geratenen Nachbarin akribisch Buch geführt haben. Diese Beschwerden schickte das Duo an die zuständige Vermietungsstelle der Hallschen Wohnungsgesellschaft. Diese antwortete erst mit einer Abmahnung an die Mieterin. Nun folgte die außerordentliche Kündigung wegen nachhaltiger Störung des Hausfriedens. Bei einem ersten Prozess stimmte ein Richter der Räumungsklage zu. Die gehörlose Frau mit dem Namen Shindy K. antwortete vor Gericht schriftlich wie folgt: Ich habe nicht mit jedem Mann, der mich besucht, Sex. Und weiter, ich verkaufe viele Sachen über Kleinanzeigen. Aber wenn ich mal Sex habe, dann höre ich aufgrund meiner Behinderung nicht, wie laut es ist. Das geht meine Nachbarinnen allerdings auch nichts an. Das Urteil der Mietkündigung ist noch nicht rechtskräftig. Die 37-jährige Shindy K. geht in Berufung. Fortsetzung folgt.